wurde blutüberströmt und leblos in diesem Haus hier am Schlosssee 1 in Oberwaltersdorf gefunden. Die eingetroffenen Notärzte konnten da nur noch den Tod feststellen. Todesursache: massive Kopf- und Halsverletzungen, Stichwunden dürften es sein, die ihr dazugefügt worden sind. Ja, und die Frage ist jetzt, wie kann es dazu gekommen sein? Es heißt aus Medienberichten, der 64-jährige Ehemann der 57-jährigen Verstorbenen habe selbst die Polizei informiert. Möglicherweise wird er deswegen jetzt nicht als Hauptverdächtiger geführt. Aktuell gibt es überhaupt noch keinen Verdächtigen. Es wird gegen Unbekannt ermittelt. Was allerdings feststeht, ist, dass es ein Gewaltverbrechen gewesen ist. Sollte es tatsächlich ein Femizid sein, da sind wir dann inzwischen schon bald bei Femizid Nummer 25 in Österreich. Also wirklich erschreckende Zahlen, die da auf uns zukommen. Und das Ganze in einer extrem beschaulichen Gegend. Man muss sich das vorstellen, Oberwaltersdorf. Man hört da in der Ferne noch die Südautobahn und es liegt knapp vor Wien. In einer Gegend, wo sehr viele kleine Schotterteiche sind. Ein Anrainer hat mir erzählt, in den 70er Jahren hätte man hier noch ein Grundstück am Schotterteich für ein paar Schilling kaufen können. Mittlerweile liegen die Grundstückspreise hier am Schlosssee 2 bei über 1 Million Euro. Und da geht es wirklich nur um die Grundstücke, nicht um die Häuser. Generell hat man mir ja auch erzählt, wenn hier Grundstücke übernommen werden, ist das Erste, was passiert, dass das Haus weggerissen wird und dann meistens was noch viel Größeres, Teureres hingebaut wird. Du hast schon erwähnt, der Golfplatz von Didi Mateschitz, da gibt es ja auch eine Siedlung dort. Das sind dann die absoluten Luxusvillen. Da reden wir von Grundstückspreisen von 6 Millionen aufwärts. Aber auch die 1 Million, die man hier mindestens hinblättern muss, um am Schlosssee 1 zu wohnen, das ist doch eine ziemlich gewaltige Summe. Und dann stellt sich die Frage, was könnte denn das Motiv für einen derart brutalen Mord gewesen sein. Entweder was Emotionales, irgendeine Tat aus Leidenschaft möglicherweise. Vielleicht ging es aber auch ums Geld, denn wenn die Grundstücke hier so teuer sind, könnte das möglicherweise auch ein Faktor sein. Mhm. Interessant ist ja, dass der Ehemann hier nicht verdächtigt wird. Normalerweise in solchen Fällen, wie wir das leider hier gewohnt sind, auch in den Medien, ist meistens der Ehemann oder der Partner der Tatverdächtige. Tatsächlich ist es so, dass wirklich in den meisten Kriminalfällen, in denen bei einem Paar einer der beiden das Opfer ist, meistens auch der andere dann der Täter ist, oft gibt es da auch die stärksten Motive. In diesem Fall geht man mal momentan noch nicht unbedingt davon aus, denn wie gesagt, es heißt, der Ehemann habe die Polizei verständigt. Das ist jetzt an sich auch nicht üblich, dass der Täter die Polizei ruft. Ermittelt wird natürlich in alle Richtungen, aber momentan gibt es noch keinen eindeutigen Tatverdacht. Du hast ja auch mit Anrainern sprechen können. Man ist natürlich in einer solchen noblen Gegend noch schockierter, weil solche Vorfälle ist man hier ja in keinster Weise gewohnt. Ja, ein Mann, der hier mit dem Fahrrad vorbeigekommen ist, hat mit mir genau über dieses Thema eben gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, das ist doch schon sehr ungewohnt, dass in einer so ruhigen, idyllischen Gegend so etwas vorkommt. Und er hat gemeint, naja, solche Sachen kommen immer wieder überall einmal vor und das kann eben auch hier passieren. Fakt ist, wir sehen hier noch nicht wirklich den Tatort. Die Zufahrtsstraße ist gesperrt, weil da vom Landeskriminalamt Niederösterreich die Tatortgruppe und auch die Mordermittler momentan noch am Werk sind. Man hat uns gesagt, dass möglicherweise in der nächsten halben, dreiviertel Stunde die Straße dann wieder aufgemacht wird. Und wir können dann auch bis dorthin, wo diese schreckliche Tat passiert ist. Also das Gebiet rund um das betroffene Haus ist großflächig jetzt momentan noch abgesperrt. Genau. Vielleicht auch noch eine Frage eben zu den Ermittlungen. Hast du schon mit Ermittlern sprechen können oder wird die Pressekonferenz, wird die Polizei hier eine kleine Pressekonferenz geben? Weißt du da schon etwas? Nein, also wir sind momentan dran, mit dem Polizeipressesprecher ein Interview zu bekommen, um da eben genauere Details zu erfahren. Sonst ist nur das bekannt, was die Austria Presseagentur ausgesendet hat, eben, dass eine 57-jährige Frau tot aufgefunden worden ist, hier beim Schloss See 1. Die genaue Adresse wollen wir natürlich nicht nennen. Und dass eben ihr 64-jährige Ehemann die Polizei verständigt haben dürfte, das allerdings mal nur aus Medienberichten. Ja, und momentan, wie gesagt, die Ermittlungen gehen da jetzt in alle Richtungen, was dem niederösterreichischen Landeskriminalamt aber besonders wichtig ist, dass dieser Fall momentan oberste Priorität hat und dass wirklich alle Ressourcen dafür eingesetzt werden. Wir haben das auch am Weg hierher schon bemerkt. Ortskundige werden es wissen von der Autobahn hierher, da gibt es eine Tankstelle von der Schnellstraße und dort haben wir mindestens 2 Dutzend Polizeibeamten stehen gesehen und auch hier direkt vor dem Haus. Die Beamten hier, die werden regelmäßig abgelöst. Also ist wirklich ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz, um hier auch möglichst schnell herauszufinden, was tatsächlich die Ursache dieses schrecklichen Verbrechens war. Heute in den frühen Morgenstunden wurde im Gemeindegebiet von Oberwaltersdorf in einem Wohnhaus eine 57-jährige Frau von ihrem Ehemann
im Schlafzimmer mit Stichverletzungen im Bereich des Kopfes aufgefunden. Der Ehemann setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod der 57-Jährigen feststellen. Die Amtshandlung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Es wurde Spurensicherung durchgeführt, beziehungsweise ist die Sicherung der letzten Spuren noch im Gange. Auch wird bereits mit der Spurenauswertung begonnen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde die Obduktion der 57-Jährigen angeordnet, um hier eine genaue Todesursache und auch die Umstände, wie sie zu Tode gekommen ist, festzustellen. Mhm. Eine Obduktion wurde eben angeordnet. Und wird der Ehemann des Opfers dann auch als Zeuge geführt werden? Der Ehemann des Opfers wird von den Ermittlern zurzeit als Zeuge geführt. Er hat natürlich einen Schock erlitten und wird momentan vom Kriseninterventionsteam betreut. Aber sonst von anderen Neuigkeiten oder von einem Motiv bzw. von einem Gewaltverbrechen wird man ja ausgehen. Gibt es sonst noch Neuigkeiten? Die Ermittler gehen aufgrund der Auffindungslage und der Spurensituation von einem Gewaltverbrechen aus. Jetzt ist es wichtig, die Spuren akribisch zu sichern und auszuwerten. Auch wird das Umfeld des Opfers und auch des Ehemannes genau beleuchtet. Es werden auch noch einige Befragungen durchzuführen sein. Und dann wird man wahrscheinlich sagen können, wie es zu dieser Tat gekommen ist. Herr Schweigerlehner, was ist denn genau in Neulengbach passiert? Ja, gestern in den frühen Abendstunden fand ein Wohnungsbesitzer beim Nachhausekommen zwei Personen, zwei Bekannte von ihm, die bei ihm Aufenthalt hatten, tot in der Wohnung auf. Verständigte sofort die Einsatzkräfte. Die Ermittlungen durch die Kolleginnen und Kollegen haben dann ergeben, dass der 22-jährige Mann mit größter Wahrscheinlichkeit seine 20-jährige Bekannte mit dem Messer getötet hat und anschließend Selbstmord begangen hat. Niederösterreich kommt nicht zur Ruhe. Nur wenige Stunden nach dem mutmaßlichen Mord an einer 57-Jährigen im Bezirk Baden soll es in Neulengbach erneut zu einem tödlichen Verbrechen gekommen sein. In einer Wohnung in Neulengbach im Bezirk St. Pölten sind am späten Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr eine Frau und ein Mann tot aufgefunden worden. Die 20- und der 22-Jährige wiesen Schnitzverletzungen auf. Das teilt die Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage mit. Wie schon im Fall der toten Frau, 57 Jahre aus Oberwaltersdorf, die am Mittwochvormittag mit Stichwunden tot aufgefunden wurde, dürfte erneut ein Messer die Tatwaffe sein. Mord und Suizid würden nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten am Abend an. Entdeckt wurden die beiden Toten vom Eigentümer der Wohnung. Dieser brach laut Weinkirn die versperrte Zimmertür auf, nachdem sich niemand gemeldet hatte. Wir befinden uns hier in Neulengbach, direkt vor der Wohnung, wo am Mittwoch um 17.30 Uhr zwei tote Menschen gefunden worden sind. Der genaue Hergang, der Wohnungseigentümer, der diese Wohnung vor etwa einem Dreivierteljahr gekauft hat, der hatte öfter Besuch. Diesmal waren es eine 20-jährige Österreicherin und ein 22-jähriger Moldawier. Sie dürften ein Paar gewesen sein. Um 17.30 Uhr ist der Wohnungseigentümer von der Arbeit nach Hause gekommen und hat festgestellt, dass eine Zimmertür in seiner Wohnung verschlossen ist. Zuerst hat er geklopft, aber als er dann nichts gehört hat, hat er die Tür aufgebrochen und was er gefunden hat, waren zwei tote Menschen. Die 20-jährige Österreicherin und der 22-jährige Moldawier waren beide blutverschmiert. Man geht davon aus, dass die Tatwaffe ein sogenannter Teppichcutter war. Mit dem dürfte der 22-jährige die 20-jährige erstochen haben und daraufhin hat er sich dann eben selbst das Leben genommen. Die Polizei ermittelt momentan natürlich in alle Richtungen, geht aber von einem erweiterten Suizid aus. Die Tatsache, dass es hier immer wieder Schwierigkeiten gegeben hat, die ist von einigen Anrainern angesprochen worden. Scheinbar dürften in dieser Wohnung sogenannte Drogenpartys gefeiert worden sein. Einige Anrainer haben auch gemeint, die Herrschaften, die waren durchaus polizeibekannt und der Joint wäre da das kleinere Problem gewesen. Hier dürften wirklich harte Drogen konsumiert worden sein. Das könnte natürlich auch ein Punkt sein, warum es zu einer Gewalttat kommt. Möglicherweise der Streit um Drogen oder vielleicht auch einfach eine Eifersuchtstat im Rausch. All das steht momentan noch im Raum. Die Ermittler des niederösterreichischen Kriminalamts, die gehen momentan jeder Spur nach. Aber wie gesagt, momentan geht man von einem erweiterten Selbstmord aus.